Hallo, ich bin Xenia, langjährige Gartenbloggerin und ich helfe Menschen mit einem Gartenkurs dabei, mit einfachen Mitteln und pflegeleichten Pflanzen einen ganzjährig blühenden Garten zu gestalten. Den berühmten grünen Daumen braucht es dafür nicht. Und das Gute ist, es startet jetzt der neue Durchgang für Blütengarten, für den du dich jetzt anmelden kannst. Und was am Ende bei Blütengarten rauskommen kann, das sieht man hier. Ich bin heute zu Besuch bei Ines. Ines hat mich eingeladen und mir ihren Garten gezeigt, wie sich alles entwickelt hat. Sie hat am ersten Durchgang von Blütengarten teilgenommen und ja, hatte im April noch keine Ahnung von Garten. Und jetzt sieht es schon so aus. Also Gratulation, ich bin mächtig stolz auf dich. Und meine Frage ist, wie geht's dir damit, wenn du diese Pracht jetzt hier siehst? Ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen stolz und bin total zufrieden, dass ich den Kurs bei dir machen konnte, weil das mir wirklich was an die Hand gegeben hat. Ich war ja eine blutige Anfängerin und durch dieses systematische Dadurchführen ist mir dieses etwas verrückte, aber wunderschöne Beet so gelungen. Also es war wirklich ganz, ganz toll für mich und hat mir richtig viel Herzfreude gegeben. Das freut mich natürlich jetzt wieder unheimlich, denn das ist wirklich wunderschön. Du hast dir sehr pflegeleichte, aber besonders insektenfreundliche, absolute robuste Dauerblüher ausgesucht und die richtig zu dir und deiner Situation hier im Garten, auch mit deinen Mitgärtnern passen. Und das ist einfach wirklich richtig schön. Ja. Dank deiner wunderbaren Pflanzliste auch. Da war ganz viel Inspiration auch drin. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch da rumzugucken und sich das auszusuchen. Und dann aber auch das zu nehmen, was zu einem selber passt. Also da ist auch ganz viel Raum für Kreativität. Das war genau mein Ding. Super. Ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Ich wünsche dir super viel Freude mit der Pflanzung. Die wird ja jetzt über Jahre immer schöner. Und ich muss wirklich sagen, wenn man denkt, dass das hier erst 2 Monate steht oder 6 Wochen. Ja. Unglaublich. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst und dass ich mir das hier angucken durfte. Sehr gerne.